Herzlich willkommen zur großen Freitagsvormittags-LinkedIn-Show. Noch keine Live-Show. Ich werde ab sofort jeden Freitagvormittag ein Video posten mit einem kurzen Update zu neuen Entwicklungen, Features bei LinkedIn und so weiter und dem einen oder anderen Lesetipp. Was ist diese Woche passiert? Wie Sie vielleicht schon gelesen haben, führt LinkedIn oder ist gerade dabei, Live-Video-Streamings einzuführen. Die stehen bisher nur ausgewählten Nutzern auf Einladung zur Verfügung. Auch ein Grund, warum ich das Video mache. Ich kann es kaum erwarten, bis ich das Ganze dann live streamen kann und interaktiv. Ich habe das Ganze gesehen diese Woche bei der Dr. Natalia Wichowski, eine sehr bekannte LinkedIn-Expertin, Opinion Leader, Branding-Expert, Personal Branding Consultant. Und ich habe zufällig im Stream eben ihr Live-Video gesehen. Das Ganze funktioniert recht ähnlich, wie man es von Facebook gewohnt ist. Das heißt, man kann während dem Stream interagieren, Reaktionen schicken, die dann live angezeigt werden, kommentieren und wie man das halt so kennt von Livestreams, für den Moderator bzw. für den, der das Video produziert, durchaus anspruchsvoll und ein bisschen Multitasking-Aufwand. Trotzdem freue ich mich sehr auf das neue Feature, ist natürlich eine Geschichte, die das Videoportfolio von LinkedIn sehr stark aufwerten wird und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Zukunft auch Unternehmen ihre Pressekonferenzen, ihre Events auf diesem Weg verbreiten werden. Bisher, wie gesagt, nur für einzelne Nutzer verfügbar, es gibt auch noch keinen Zeitplan, vermutlich wird das Feature wohl zuerst mal in den USA ausgerollt werden. Also Livestreaming und zum Zweiten ist mir vor kurzem unterkommen, kennen Sie vielleicht den Professor Robert B. Cialdini, Bestselling Author of Persuasion, einer amerikanischer Psychologieprofessor, eine der Autoritäten auf dem Gebiet der Manipulation bzw. Verkaufspsychologie. Und der hat da 2010 einen weiteren New York Times Bestseller geschrieben, der heißt Yes. Und er beschreibt darin 50 wissenschaftliche Untersuchungen, in denen es um verschiedene Strategien der Überredung geht. Von Sortimentsgröße, ist es besser, möglichst viele Optionen anzubieten oder wenige, und wenn ja, unter welchen Umständen. Wie gesagt, alles belegt mit Untersuchungen, empirischen Studien, ein sehr spannendes Buch. Und damit so viel zur ersten Datenschmutz LinkedIn noch nicht live Freitagsvideoshow. Mein Co-Moderator, der Bochsack, man muss ja bescheiden beginnen mit dem neuen Fernsehsender, und ich verabschieden uns und drücken Sie uns die Daumen, dass es bald Livestreaming geben wird. Ein schönes Wochenende, wir sehen uns auf LinkedIn.